Willkommen zum Vlog Nummer 3. 5 Wochen Reha. Wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich das jetzt richtig mal cool finden, weil du dir die anderen Teile schon angeguckt hast, dass du doch jetzt einfach mal ein Abo da lässt. Ne? So kann ich ganz einfach sehen, dass der Content, den ich hier mache, dass dich das interessiert, dass dir das gefällt. Hau den Daumen nach oben und dann sehen wir uns einfach zum nächsten Mal wieder. Vielleicht gibt es auch noch einen 3. Teil oder 4. Teil, ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wie das läuft. Ne? Also, heute ist der erste Tag seit 5 Wochen, wo es regnet. Es regnet ein bisschen. Es ist böse trocken hier in Kreischer. Das hat die ganze Zeit nicht einmal geregnet. Und jetzt, wo ich unterwegs bin, jetzt fängt es an zu regnen. Jetzt mal nicht weiter stören, weil das ist ja nur Wasser. Das ist ja nur Wasser und meine Frisur ist eh schon zerstört. Ich habe aber keinen Friseurtermin hier bekommen. Denn ist es so. Es ist ja wie es ist. Ne? Wir haben jetzt die letzten 2 Wochen zu packen. Dieser Reha. Schauen wir ganz einfach mal. Wir hatten auch schon so in unserer Gruppentherapie schon mal ein bisschen eine Zusammenfassung. Das ist so ganz komisch, wie schnell die Zeit dann auf einmal geht. Was uns das Ganze bis jetzt so gebracht hat, wie wir das finden, ob wir das wieder machen würden, ob es Dinge gibt, die wir so mit nach Hause nehmen. Oh mein Gott, ist das schön grün, ne? Ist das schön grün? Was meint ihr, wenn das jetzt geregnet hat, was denn hier los ist, ne? Ob wir einfach ein paar Sachen, Verhaltensweisen, so im Nachhinein, es gab extra eine Gruppe auch Nachsorge, also Nachsorge für uns selber nach dieser Reha. Und da sind doch einige Sachen, die ich so wahrscheinlich versuche zu übernehmen und in meinen Alltag zu integrieren. Man hat ja auch mal ein Minütchen Zeit, mal nachzudenken, ob oder andersrum aufgezäumt, jetzt so momentan, wie es ist, guck mal, schön, ne? Schön, hier will ich spazieren gehen. Momentan, wie es so ist, jetzt ist jegliche Art von Stress, von Alltag, von Sorgen, will ich jetzt nicht ganz sagen, aber es ist ja alles von mir ferngehalten. Ich meine, da ist es einfach entspannt in den Tag zu gehen, obwohl mich hier der Tagesablauf in der Woche auch unglaublich stresst teilweise. Und ich habe schon ein paar Mal den Spruch wirklich gehört, also sie sind hier nicht zur Kur, sie sind hier zur Reha. So, ne? Das ist so, also die haben es nett gesagt, ne? Aber es ist ganz einfach so, also zwischen Kur und Reha liegen Welten, so würde ich es mal sagen. Also ich habe noch nie eine Kur jetzt großartig gehabt. Oh, guck mal, die kleinen Entis. Ne? Hier ganz vorne schwimmt eine kleine. Da. Voll süß. Gerade wollte ich euch nicht. Ich springe auch wieder mit den Themen. Ne? Das sah gerade eben so süß aus. Wo war ich stehen geblieben? Ja, also der Unterschied zwischen Reha und Kur. Kur ist wirklich da, um sich zu regenerieren, um runterzufahren. Also was wir natürlich hier auch tun. Aber um dich einfach auszuruhen, sagen wir es mal. Hier bist du nicht, um dich auszuruhen, sondern an dir, an deinen Verhaltensweisen, an deinem Umfeld, an deiner Lebensweise, am psychosomatischen Ding, an deiner Ernährung zum Thema Diabetes ganz einfach zu arbeiten, Medikamente richtig einstellen zu lassen, dass es dir richtig hundertprozentig gut damit geht. Weil bis jetzt, wie die Diabetes-Sachen waren, hat mir das ja nicht so wirklich zugesagt. Also es war okay, aber es war nicht das Optimum. Mal weitergehen, sonst werde ich gleich richtig nass hier. Aber so, sag ich mal, Medikamente einstellen, da habe ich eine Menge gelernt. Auch es gibt ja verschiedene Medikamente, was sie auch alles bewirken. Nicht für jeden ist immer alles, was für den anderen toll ist, ist für mich jetzt toll und was für mich toll ist, ist für jemand anders vielleicht totaler Murks. Das ist ja mit allen Krankheiten so, das ist so. Aber so, wenn ich jetzt so denke, ich gucke jetzt ein bisschen mit Wehmut auf die letzten 2 Wochen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt ein bisschen Angst. Ja, auch Mutti hat mal Angst. Mutti ist nicht immer das große Löwenmaul. Das ist immer nur so ein bisschen Selbstschutz bei mir so, sondern ich habe wirklich Angst und ich sage euch jetzt auch mal wovor. Und zwar habe ich so ein bisschen Angst, wenn es jetzt wieder Richtung geht Alltag, habe ich ein bisschen so Manschetten, witzig, ein bisschen besser an wie Angst, ein bisschen besser Angst wie Angst,
jetzt regnet es richtig. Aber ich habe Angst, dass mich der Alltag sehr, sehr schnell wieder einholt. Ich wieder in alte Muster verfalle und nach 14 Tagen oder nach einer Woche wieder sag, ihr könnt mal quasi wieder los, weil das ist alles zunichte, was ich hier gelernt habe. Das ist für mich nicht umsetzbar. Ich weiß, so soll man nicht denken, aber so denke ich ganz einfach darüber, dass ich so Angst habe, dass der Alltag mich wieder auffrisst und ich wieder bei Null anfange. Ja, ich weiß, man soll nicht so negativ denken, aber ich kann meine Gedanken jetzt nicht mit einmal, jetzt ist alles hier positiv und jetzt ist alles rosa Blumen. Das ist ja nicht so. Kann ich nicht. Ne? Will ich auch gar nicht, sondern es ist wie gehabt ein Auf und Ab. Ein Auf und Ab. Aber ich habe Angst, dass der Alltag mich einholt. Freunde, kommt mein Tag, wo ich hier in die alte Klinik reingehe, ne? Oh, die juckt mich ja richtig, ne? Die juckt mich richtig. Ich weiß nicht, was die hier mit vorhaben, aber die steht ja still. Für alle, die den zweiten Teil nicht oder den ersten Teil nicht gesehen haben, das ist die Urklinik, das Sanatorium Kreischer, und das steht leer. Es steht leer, das heißt, das ist ein Lost Place. Sowas juckt mich ja immer, ne? Da würde ich mich jetzt mal ganz kurz unterstellen, damit ich und mein Handy nicht ganz so nass werden. Aber ich würde gerne mal in diese Klinik mal reinschauen. Würde ich schon mal gerne. Na ja, gut, okay. 2 Wochen habe ich ja noch, vielleicht am letzten Abend. Egal. Auf jeden Fall so ein bisschen versucht man ja so ein bisschen Bilanz zu ziehen. Und wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass der Alltag mich allzu schnell wiederholt und mich dort stehen lässt, wo ich hier begonnen habe. Ich weiß auch, man soll nicht negativ denken, aber ich kann ja nicht einen Schalter umkippen und alles jetzt in eine rosa-rote Brille einhüllen oder ein rosa-rotes Tuch und den ganzen Tag mit einem Grinsen im Gesicht rumlaufen. Das wäre ja dann nicht mehr ich. Das ist dann Blödsinn. Das wäre gespielt für mich, für alle anderen. Viele in der Gruppe, da mussten wir echt viel reden, weil jeder hat ja so seine Grappen und ich habe immer so die Grappen, dass das bei mir immer auf und ab geht. Auf und ab, und einige haben richtig Probleme damit, dass die nicht wissen, wie sie jeden Tag auf mich reagieren sollen. Das sind dann auch so Frohnaturen. Für die ist es völlig undenkbar, dass die irgendwie mal an einem Tag des Jahres mal schlechte Laune haben. Also schlechte Laune habe ich ja gar nicht. Aber so ein Tief haben, für die ist es undenkbar. Und die verstehen mich natürlich auch nicht. Und ich verstehe nicht, wie man den ganzen Tag irgendwie Konfetti im Arsch haben kann, sage ich jetzt mal, und den ganzen Tag grinst. Finde ich toll, wenn man das kann. Ne? Ich kann das nicht und ich werde mich dafür jetzt auch nicht verstellen. Ne? Aber das sorgt schon manchmal ein bisschen für Komplikationen. Am Frühstückstisch, wenn jemand mich voll schwallert mit guter Laune und ich aufstehe, meinen Kaffee nehme und sage, sorry, ich bin hier noch nicht so weit. Der Tag ist noch nicht eingetütet und ich kann das nicht ab jetzt. Kennt ihr das? Ne? Morgens, ich sage ja auch immer, gedämpftes Licht, Ruhe, kein Radio, Fenster zu, Katze so schnell wie möglich versorgen, damit sie mir nicht vor die Füße rumläuft, und einfach nur einen schönen Kaffee. Mehr brauche ich die erste Stunde nicht und einfach Ruhe. Das brauche ich einfach morgens. Ich warte dann schon immer so bis ans Limit, wo ich dann so denke, vielleicht sind schon ein paar irgendwie an deinem Frühstückstisch schon durch mit dem Frühstück. Oder geh ganz, ganz früh und denk, die anderen pennen. Manchmal habe ich Glück, manchmal nicht. Und manchmal nehme ich mir einfach meinen Kaffee mit. Frühstück nicht, geh später. Und dann trinke ich erstmal meinen Kaffee und besinne mich erstmal, was für einen Wochentag wir überhaupt haben. Es ist Samstagmorgen, es regnet und ich war gerade eben unterwegs im Örtchen und habe mir ein Kleidchen gekauft und das zeige ich euch jetzt mal. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich hoffe, das passt. Ich fand das ganz cool. Ich hatte irgendwie so das Bedürfnis, dass ich jetzt mal irgendwas zum Anziehen brauche. Obwohl ich wirklich genug habe, ne? Aber so für die Seele. Für die Seele musste ich mir jetzt was kaufen. Das habe ich gesehen. Das fand ich schön.
Ja, ich finde das Kleid richtig, richtig cool. Also das ist so ein bisschen gestreift. Ein schönes Blau. Ich mag das Blau gerne. Match, würde ich mal so sagen. Finde ich richtig cool. Das ist so ein dunkles Jeansblau. Mit ein ganz bisschen Weiß drin. Das ist hier so ein bisschen abgenäht an der Brust. So, dass das so ein bisschen so, ne? Bisschen gut sitzt und vor allen Dingen ist es hier abgenäht. Die Dinge hier nerven ein bisschen, ne? Das klappert so. Das finde ich ganz hübsch, aber es klappert mir zu doll. Vielleicht würde ich das da einfach mal rankleben. Aber ich finde es schön, dass es hier abgenäht ist. Das heißt, dass das hier über der Problemzone, den Ranzen, dass das da, sage ich mal, macht man die Gardine so, damit man es besser sehen kann, ne? Dass das so, könnt ihr es sehen? Hier locker sitzt und nicht irgendwie so quasi so. Dann sieht man immer so den Ranzen, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Das finde ich ganz schön. Das ist weit, aber es sieht nicht sackmäßig aus. Dass es so ein Sackkleid ist, ne? Dass man auch ja nichts sieht und alles verhüllt ist. Finde ich nicht. Ich finde, das macht trotzdem eine schöne Silhouette. Ich finde die Länge auch sehr, sehr schön. Was ich sehr schade finde, dass das Kleid keine Taschen hat. Ich liebe ja so Taschen, so, wo man die Hände so in die Tasche stecken kann. Aber das trägt natürlich hier dann auch immer ein bisschen auf. Ich muss hier vorher mal so wegnehmen. Ne? Ich finde das ein tolles Kleid. Das kann man super mit einer Jeansjacke kombinieren, mit Sandalen. Du kannst das auch so ein bisschen so mit höheren Schuhen, so. Das glaube ich, schmeichelt den Beinen ganz gut. Ich finde so, wie gesagt, hier könnt ihr das sehen, das ist so ein gestreifter Stoff, finde ich sehr cool, ist auch sehr, das soll ja nächste Woche richtig, richtig warm hier werden, also so richtig schön mag ich. Ich habe dafür jetzt bezahlt, die wollten haben 25 Euro, ich habe dafür bezahlt 20 Euro, weil das schon ein sehr, sehr dünner Stoff ist, was mir natürlich gefällt, weil das so, ne, gut zu tragen ist. Die olle Gardine, die macht es so dunkel hier, ne? Guck mal die hier, die muss ich mal so weghalten, ne? Aber das ist so meins. Das ist meins, was ich gerne anziehe. Man könnte natürlich auch das noch mit einem Gürtel kombinieren oder dass man hier oben so einen Gürtel macht. Aber das mache ich eigentlich gar nicht so gerne leiden. Das ist locker flockig, umspielt ein bisschen die Problemzone. Mag ich. Ja, Wochenende, Samstagmorgen, bin ich ganz einfach für mich ganz alleine mit dem Bus in den nächstgrößeren Ort gefahren. Dort ist ein Einkaufszentrum und da war ich einfach mal ein bisschen shoppen. Ich war das erste Mal bei Müller drin. Ich habe wunderbare Schuhe gefunden, die ich mir gekauft habe. Das war so ein bisschen so, ja, Me-Time. Ich habe euch die Schuhe zwar schon bei Instagram und hier auch schon in einem Short gezeigt. Ich zeige sie für alle, die es noch nicht gesehen haben, weil die finde ich einfach mega. Richtig tolle, schöne Sneakers, was ganz Besonderes von Skechers, so eine Sondermodelle. Die fand ich so mega cool. Und ich bin da so lange in diesem Einkaufszentrum da so rumgelaufen und einfach nur für mich mal so ein bisschen geguckt, was es so gibt. Und auch bei Müller haben wir bei uns ja nicht. Da habe ich dann zum Beispiel diese Pflegeserie gefunden von Jeek and Georges. Die finde ich auch mega gut. Die wollte ich ja schon immer mal ausprobieren. Und da war sie halt. Und dann kam der Sonntag. Und da bin ich mit einer ganz lieben Reha-Kollegin. Wir hatten beide so ein bisschen Bock auf Natur. Und ja, da sind wir losgedüst. Also der ganze Wald ist voll mit immer wieder so, ich sag mal, Zwergenbehausung. Richtig süß gemacht. An jedem Baum ist irgendwie was. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ist so süß. Haben wir hier schon wieder sowas? Hat einer sogar ein bisschen Wäsche aufgehängt. Und da steht ein Name drüber, Talis. Süß, ne? Mitten im Wald ein Stein. Der Einsiedlerstein. Als wenn ihn jemand hier vergessen hat, weil sonst sind hier ja wohl mal weniger Steine, ne? Okay. Schon was größer, ne? Da hinten ist noch ein Stein. Aber der ist schon ziemlich hoch. So, etwas außer Puste. Weil das ist der Aussichtspunkt, den wir gesucht haben. Und zwar war hier früher eine Kapelle. Also mitten im Wald quasi, und zwar die Katharinenkapelle. Grundmauerreste 6x4 Meter groß. Ja, kleine Kapelle hier mitten im Nischt mit den großen Felsen. Ne?
So ein bisschen so mystischer Ort hier. Und hör mal, wie ruhig das ist. Schön, ne? Ja, schon schön hier. Jetzt kann man natürlich, weil wir die ganze Zeit hochgelatscht sind, kann man hier jetzt natürlich so ein bisschen runterschauen in die Schlucht hier so, wo so die zwei großen Steine hier liegen. Das ist schon ziemlich toll hier. Und wenn ich das hier vorne sehe, das ist für mich dann wieder so wie so eine Opferschale hier, ne? Also das hier so, da geht's wieder mit Mutti durch, ne? Wie so eine Opferschale hier. Aber schön. Ach, da hinten sitzt sie, da will ich mich auch mal mit hinsetzen. Schön ist es hier. Also schon schön hier. Das ist so, sagte ich gerade, so ein bisschen mystisch hier. So, hier sitzt noch jemand anders so, der, glaube ich, meditiert da, da wo die Kapelle gestanden hat da. Das hat schon irgendwie sowas, ne? Da braucht man kein Entertainment. Da kann man sich einfach irgendwo hinsetzen. Dann guck mal, mit ein bisschen Musik. Ich bin jetzt im Einhornland. Ein bisschen wie ein Bergsee hier, ne? Natur pur mit Seerosen, blaue Libellen, Foto-Postkartenmotiv hier. Sehr, sehr schön. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Richtig, hat sich richtig gelohnt, durch den Wald so querfeldein. Aber richtig schön hier. Wie toll. Ja, und schwuppdiwupp war das Wochenende leider schon wieder zu Ende. Mega, mega der Hintergrund, ey. Ich habe jetzt wirklich 10 Minuten Zeit zwischen den verschiedenen Anwendungen. Heute Morgen hatten wir erstmal eine Gruppentherapie. Dann, also ganz früh morgens Blutzucker messen, wiegen. Ich habe 400 Gramm zugenommen. Nach dem Wochenende, ne? Die gute Thüringer Bratwurst, ne? Habe ich eine gegessen und diversen Eis und ja, ist dann so, ne? Bisschen zugenommen. Jetzt um 10.15 Uhr habe ich das ärztliche Gespräch und die Uhr ist jetzt, muss ich gucken, 10.05 Uhr. Also 10 Minuten hätte ich jetzt noch hier quasi mal Zeit für euch. Um 11 Uhr geht es heute weiter mit Yoga, mit Qigong, also im Park draußen. Danach wieder Blutzucker messen, danach Genuss und Hören, dann wieder Blutzucker messen, dann eine Eigenübung und dann um 21 Uhr nochmal Blutzucker messen. Was ich euch eigentlich erzählen wollte, ich habe das auch so ein bisschen im Vlog mit aufgenommen, wir waren nämlich gestern in einem
Künstlerbedarfgeschäft, also so ein Geschäft, wo du am besten mit einer Einkaufsliste reingehst, detailliert das kaufst, was du willst, und so schnell wie möglich den Laden wieder verlässt, weil sonst wird es richtig teuer. Das war ein mega schöner Laden, mega, mega schön. Ein bisschen viel Geld habe ich da ausgegeben, aber das war es mir wert. Habe ich hier ein bisschen für mich entdeckt. Wir haben ja immer so, sage ich mal, Kunst. Sage ich ja so, Kunstunterricht, ne? Wie man dazu sagt, ne? Und da kann man natürlich verschiedene Sachen ausprobieren, so sich künstlerisch da auch so ein bisschen ausleben. Und da hatte ich ja einmal diese Bügelgeschichte hier, diese, sage ich mal, Wachsfarben hier. Da habe ich hier noch ein paar Bilder. Da habe ich dann so Karten gemacht, dass man da mit so einer Art Bügeleisen drüber geht. Die finde ich auch richtig cool. Hier hängen noch ganz, ganz viele mehr. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Was ich aber so ein bisschen für mich entdeckt habe, komm doch mal auf den Punkt, Mutti, weil dir läuft die Zeit davon, ist einfach die Aquarellmalerei. Und da habe ich mir so einen mega schönen Kasten hier geholt mit so Tuschfarben, Aquarellfarben, einmal noch so feste Farben hier, weil wollte ich einfach mal ausprobieren und ein paar Blöcke und unter anderem auch so, dass ich so Karten mal so selber machen kann. Und ich zeige euch jetzt mal Premiere, meine allererste Karte, die ich selber gemacht habe. Ich finde sie eigentlich cool und zwar ist das diese hier. Guckt euch das bitte schön mal an, das ist so Aquarell, also das ist nicht perfekt, das weiß ich auch, aber ich finde das ein richtig tolles Bild. Ich mag das. Und das werde ich auch ein bisschen in Ehren halten, weil das ist mein erstes richtiges Bild, was ich mit dem Tuschkasten gemalt habe oder mit den Aquarellfarben. Das hat mir richtig, es hat mich entspannt. Das hat mich sehr entspannt, fand ich sehr cool. Werde ich auf jeden Fall zu Hause beibehalten. Und dann noch so ein paar diverse Pinsel habe ich mir noch geholt. Hier solche Dinge, ein bisschen dickeren und so was und so was und so was. Und ja, gucken wir mal, ne? Also das ist was, was auch so für die Wintermonate oder auch für den Sommer, wenn man einfach mal Bock hat, ich glaube, das schon ein bisschen ausarbeiten kann. Das bringt mir nämlich unglaublich Spaß. Tja, was sagt man denn, wenn man gefragt wird, ob man eine Verlängerung möchte der Reha oder ob man doch eher nach Hause möchte? Was sagt man denn? Ich weiß es nicht. Ich werde die 24-Stunden-Regel einhalten und eine Nacht drüber pennen. Ich habe mir jetzt so ein ganz wild romantisches Plätzchen hier ausgesucht, um einfach ein bisschen zu malen. Das sind tatsächlich 26 Grad hier. Mir läuft das Arschwasser, wie man so sagt, so runter, ne? Die Haare, da brauche ich gar nichts mitmachen, weil das läuft einfach alles nur der Schweiß runter. Du brauchst gar nichts machen. Das ist so eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und da habe ich mir im Park hier ganz einfach so eine kleine Ecke ausgesucht, wo das so ein bisschen schattig ist und wo halt nicht so die knackige Sonne kommt und wo man halt so ein bisschen so ein kleines Lüftchen ist und man ein bisschen so sitzen kann. Jetzt mal ein kleiner Zeitsprung. Ich sitze hier auf meinem ungemachten Bett und ich wollte euch mal ein bisschen erzählen, was wir letzte Woche für einen tollen Kurs hatten. Und zwar war das Kräuterkunde. Erst dachte ich, okay, Kräuter helfen immer mal weiter, aber das hatte ich jetzt nicht erwartet in einer psychosomatischen Klinik, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir uns hier mit Kräutern beschäftigen. Aber im Nachhinein war das der tollste Kurs, den wir, also einer mit der schönsten Kurse, die wir hier ganz einfach hatten. Und zwar ging es darum, um Superfood, so nach laut Aussage der Therapeutin, dass Dinge, die wir am meisten brauchen, so ich sag mal, Brennnessel, die kommen am nächsten an einen ran.
Also ne, alles, was man braucht, kommt immer ganz nah an dich ran, von Natur aus. Da fand ich eine ganz coole Aussage. Also werde ich wohl Brennnessel brauchen, weil bei uns ist immer Brennnessel, immer Bekämpfung da. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, Brennnesselsamen, also die männlichen, nee, Quatsch, die weiblichen Brennnessel, die haben ja so Samen, die so ganz knusprig sind, die man super essen kann, ist ein toller Chia-Ersatz und wächst kostenlos vor der Haustür. Holunderblüten, alles hatte sie so auf dem Tisch liegen, was so einheimisch ist und was man trocknen kann. Und Liebstöckel und Beinwell und so Sachen, was sie alles machen können, Kamille und so weiter. Was man damit anfangen kann. Einen tollen Beutel gab es dazu, den habe ich allerdings weitergegeben, weil ich ja nicht so wirklich die Teefee bin. Mit einem schönen Teeglas und ein bisschen getrockneten Tee, also so aus so Sachen da drin. Ich weiß jetzt nicht die Worte genau, ne? Aber das war so ein schöner Kurs, der hat mir gut gefallen und ein bisschen wachgerüttelt. Dinge, die in der Natur und im Garten sind, sind nicht immer Unkraut, sondern die sind auch teilweise richtig lecker. Richtig lecker. Und wir sind auch über den Rasen gegangen und haben geguckt, was man alles so essen kann, haben alles probiert. Und das war sehr, 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 sehr interessant. Letzte Woche der Reha ist angebrochen. Wir haben jetzt Atemtherapie. Und ich finde es ganz komisch, dass das für uns so die letzte Stunde als Gruppe ist. Weil diese Woche geht's nach Hause. Und ich versuche das so ein bisschen mit nach Hause zu nehmen. Ich weiß nicht, ob ich das so mitkriege. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Schon so die Location. Die ist richtig schön. Da kann man super bei entspannen. Noch würde ich es schöner finden, wenn es draußen wäre. Weil so schönes Wetter ist. Aber okay. Ja, heute ist Dienstag, der vorletzte Tag der Reha. Und ja, wir gehen jetzt auf den Endspurt zu und ja, erst ging die Zeit, dachte man, oh Gott, 5 Wochen, wie mega lange und jetzt ist der vorletzte Tag. Das ist schon etwas komisch, aber auf geht's. Ich hatte gerade eben das Abschlussgespräch bei meiner Ärztin, die mich die 5 Wochen hier begleitet hat. Ja, war ganz gut. Sie hat natürlich gefragt, wie es mir gefallen hat und tralala und hin und her. Und was mir das so gebracht hat, wir haben nochmal alle Werte besprochen und eigentlich bin ich mit dem Ergebnis hier ganz zufrieden. Was heißt ganz zufrieden? Es waren so ein paar Sachen, wo ich so gedacht hatte oder dass hier mehr drauf eingegangen wird. Aber eigentlich wurde das nur so ein bisschen angekratzt, oberflächlich, die Problematik zum Beispiel auch mit der Haut oder wo ich übrigens die ganze Kur nichts gehabt habe oder die ganze Reha nichts gehabt habe. 1-2 Tage dachte ich mir, jetzt geht's wieder los. Aber da war gar nichts. Aber ich hätte mir gewünscht, dass so manche Themen, dass da ein bisschen intensiver drauf eingegangen wird. Ja, ansonsten habe ich schon so ein bisschen gestern Abend so Koffer schon ein bisschen vorgepackt und werde mit euch jetzt zusammen mal schauen. Ich fange mal an mit den, sage ich mal, Beauty-Produkten oder mit Tagespflegeprodukten oder Hautpflegeprodukten oder wie auch immer. Ne? Jetzt wird es wieder kompliziert. Also mit der Skincare und ne, Körperhygieneartikel, da fangen wir jetzt mal mit an, auch mit Make-up, was ich eigentlich so gebraucht habe, wo ich sagte, hättest du nicht einpacken brauchen. Das hast du eigentlich so gut wie gar nicht gebraucht. Den Platz hättest du für irgendwas anderes besser verwenden können als für das Utensil. Ich gehe jetzt für mich einfach noch mal so ein bisschen durch Kreischer, hier durch den Park, den ich so richtig lieb gewonnen habe, weil der natürlich dicht an der Klinik dran liegt und zwischen den einzelnen Terminen sieht man ja immer zu, dass man da rauskommt in die Sonne und da ist dieser Park immer so, ja, kleine Runde oder nach dem Mittagessen oder nach dem Abendbrotessen einfach eine kleine Runde drehen und da werde ich diesen Park hier schon ein bisschen vermissen, obwohl wir mitten im Wald wohnen und wenn ich rausgehe, bin ich im Park. Aber so hier gehe ich für mich jetzt einfach eine Runde spazieren und schließe so ein bisschen auch innerlich mit der Landschaft hier so ein bisschen ab und freue mich natürlich jetzt auch wieder auf zu Hause.
wisst ihr, was ich jetzt mache? Am vorletzten Tag in der Reha, da habe ich mir einen Friseurtermin geholt. Und da gehe ich jetzt hin, denn ich sehe aus wie Plumperquatsch auf dem Kopf. Also nicht so gut. Also das ist schon alles so ein bisschen ohne Form und Sinn und Verstand. Ist ein bisschen was lang. Deshalb gehe ich jetzt zum Friseur und lasse mich da mal ein bisschen aufhübschen. Weil heute Abend werden wir uns alle nochmal aus der Gruppe treffen und nochmal zusammen essen gehen und uns nochmal alle persönlich nochmal voneinander verabschieden, weil einige fahren schon morgen nach Hause und einige fahren erst am Donnerstag nach Hause. Ich bin in der Donnerstagsgruppe und dann werden wir uns verabschieden. Aber jetzt lässt Mutti sich erstmal ein bisschen aufhübschen. So ist der Plan. So, tam, taram, tam. Von vorne und von hinten. So sieht die aktuelle Situation auf dem Kopf auf. Ich finde, das sind Welten. Welten zuvor her. Schön hinten, schön abgefiedelt, schön die Seiten abgefiedelt. Das werde ich mir oben noch mal heute Abend ein bisschen anders stylen. Aber erstmal bin ich zufrieden. Das sieht auf jeden Fall besser aus wie vorher. Ne? Das war ja voll Katastrophe. Und jetzt freue ich mich, dass das wieder so schicko ist und ich vernünftig und ordentlich in 2 Tagen, in 1,5 Tagen nach Hause fahren kann. Wo ich wäre nicht zum Friseur gegangen. Und wäre so, hätte mein Mann mich vom Bahnhof abgeholt, wenn der Alte hat. Das ist da dann passiert in den 5 Wochen. Ne? Also da glaube ich, wenn ich das jetzt ein bisschen gestylt habe, dann sagt er auch, oh, das ist aber gut und erholt aus. Ja. So ist der Plan. Also hier sind mindestens 26 Grad wieder. Also hier war komplett Hochsommer. Die Mutti ist von Kiel hierher gekommen und seitdem ist hier Hochsommer ausgebrochen. Das Schöne daran ist, dass zu Hause jetzt die Kieler Woche gerade ist. Und mein Mann sagt, nächste Woche, Ende der Woche, wenn ich nach Hause komme, dann soll das schöne Wetter mitkommen. Und dann soll das richtig, richtig warm und richtig schön trocken sein und sehr außergewöhnlich für die Kieler Woche, weil normalerweise, wenn Kieler Woche ist, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass auch Regen ist. Wenn Kieler Woche ist, ist es eigentlich immer Regen. Diesmal nicht. Die Mutti hat die Sonne mitgebracht. Oh, wie schön luftig das wieder ist an den Haaren. So auch an den Ohren, so alles so luftig, frisch und frei. Das andere, ich hatte ja so einen Schafpelz auf dem Kopf. Das war schon fast ein bisschen zu warm, ne? Jetzt ist richtig schön. Aber trotzdem will ich gleich erstmal duschen, weil das juckt ja immer, ne? Wenn du vom Friseur kommst, dann juckt das. Und Haarschnitt in Kreischer mit Waschen, das ist jetzt nur kurz durchgewaschen, 30 Piepen, also 30 Euro. Wie bei uns auch. Leute, seit 5 Wochen bin ich, glaube ich, das erste Mal wieder ein bisschen geschminkt. Weil wir heute Abend unser Abschiedsessen haben mit unserer Gruppe. Und so sieht das Ganze hier aus. Weißes Hemd, weiße Schuhe. Meine Mutter wird wieder ausrasten mit der Hose. Ne Mama? Aber ich finde die schön. Hat das wieder kein Geld für eine ganze Hose. Aber ich finde das ganz cool. So. Haare gefallen mir gut vom Friseur. Ich glaube, das kann dann so losgehen, ne? Ich fühle mich sehr, sehr wohl und ich freue mich richtig, obwohl das hier ein bisschen durchsichtig ist, ne? Na gut, ich habe ja ein BH unten drunter, ne? So ist es ja nicht. Und das sind bestimmt immer noch 23 Grad draußen. Aber ich finde mich jetzt hier mal so gut, ne? Ein bisschen mal da aufmachen kann man hier auch mal, damit es so ein bisschen luftig ist, ne? Live-Report aus dem Badezimmer, was ich denn hier so aufgebraucht habe in der Reha, was ich eigentlich umsonst eingepackt habe. Alles zum Thema Badezimmer, also Haare, Haut, was weiß ich, wo ich sage, das hätte ich gar nicht gebraucht oder wo ich sage, gut, dass ich das eingepackt habe. So, was mich immer wieder fasziniert so rum, sind immer wieder die festen Shampoos. Das ist mein Shampoo. Ne? Also ihr habt es beim Einpacken gesehen, wie dick die Dinge eigentlich sind. Und ich bin jetzt 5 Wochen hier und ich habe jeden Tag Haare gewaschen. Jeden Tag, also mit Shampoo oder auch mit Wasser oder hin und her. Also so sieht ein festes Shampoo nach 5 Wochen aus. Da kommst du nochmal 5 Wochen locker mit hin. Bei meiner Haarlänge. Länge. Das ist die Spülung dazu. Da ist natürlich noch ein bisschen
bisschen mehr, weil da braucht man nicht so viel Produkt von. Also feste Shampoos lege ich immer wieder die Hand ins Feuer, finde ich mega. Gerade auch zum Reisen kommst du mega lange mit aus. Tolle Sache, finde ich richtig cool. So, hier langt noch für zweimal Duschen, habe ich tatsächlich die ganze Pulle hier fast aufgebraucht. Das finde ich nämlich so mega von Cialia. Kokosnuss-Orange-Vibes Duschgel. Dann habe ich hier noch in der Dusche steht, das hole ich mal kurz hier hoch. Das habe ich mir geholt von Rossmann, steht auch drauf. Da habe ich jetzt Glück gehabt, dass da drauf stand. Faciel, also einmal Intim Waschlotion. Und das hier ist extra, das habe ich vorher nie gesehen, Meno Plus mit Panthenol, Urea und sanften Duft. pH-Wert 6,8. Also extra Wechseljahre angepasste Waschlotion. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die jetzt besser finde wie jede andere Intim-Waschlotion. Da ist noch so ungefähr die Hälfte von drin. Also da brauchst du ja auch nicht. Der Intimbereich ist ja nicht so groß. Ne? Da brauchst du nicht so viel von wie von hier so normalen Duschgel so viel von. Also das noch halb voll oder halb leer oder wie auch immer. Da werde ich den Rest auch mitnehmen. Genau wie die beiden Jungs hier, die werde ich mitnehmen. Das ist morgen aufgebraucht und da werde ich den Rest dann verballern. So, hier ist so einmal ein Kessel Buntes und Sachen, die ich alltäglich brauche. Das habe ich mir hier ja geholt. Einmal von Geek & Georges, einmal diese Pflegeserie, finde ich richtig cool. Einmal der Cleansing Balm, der Jelly Joker, der Toner, die Creme finde ich richtig gut. Das habe ich ein bisschen ausprobiert von Isana, das habe ich mir auch hier geholt. Ich weiß noch nicht so. Also kein Weltverbesserer, wie ich es immer sage, aber kann man mal nutzen. Ist okay. Was fast leer ist, das ist schon die zweite Pulle hier. Und zwar von Lavera Anti-UV Fluid. Da ist ja auch nicht so fürchterlich viel drin. Also ich glaube 30 Milliliter. Ne? 30 Milliliter, genau. LSF 30 habe ich hier aufgebraucht. Wollte ich einfach mal für mich ausprobieren, weil Naturkosmetik finde ich immer gut. Und Lavera habe ich noch nicht so fürchterlich viel an Sonnenschutz probiert. Hat mir gut geholfen. Ich habe mir nirgendwo den Pelz verbrannt. Finde ich richtig mega, bloß leider habe ich die Kappe hier nicht mehr. Man kann das nicht drehen, dass das dann dicht ist, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bin ich froh, dass ich das dabei hatte. Da habe ich hier Nivea, 5 Wochen lang, also auch jeden Tag 1 bis 2 Mal genutzt. Also ich habe auch noch ein bisschen Sprühdeo dabei, ne? Kommt man relativ gut mit aus. Der ist fast alle hier, da habe ich noch den Rest mitgenommen, Selbstbräuner, ab und zu mal ein bisschen aufgefresht und gemacht und getan. Der ist fast leer. Nivea, ne? Mag ich unheimlich gerne den Duft, wisst ihr. Dann hatte ich das nochmal hier mit, das ist so eine Haarpaste, also da ist ja, da kommt es jetzt nicht mal ansatzweise die Hälfte raus. Ich habe es jetzt hier mal aufgemacht, also da brauche ich ja auch wirklich nicht viel von, ne? Also das ist so ganz, ganz ergiebig. Das nehme ich auf jeden Fall wieder mit nach Hause und da bin ich auch immer froh, egal wo ich bin. Also so eine Haarpasten, die brauche ich immer für meine Haare. Ich trage sie ja meistens so, also irgendwie immer den Pony hoch. Guck mal, so könnt ihr das, ne, so, merkt selber jetzt, ne, so könnt ihr das jetzt sehen. Ne, so, mein Gott, komm mal, Kameraführung 6, ne. Also ich mag das immer gerne, wenn das so ein bisschen der Pony so hoch ist, hier ein bisschen hoch. Und da sind solche Styling-Cremes echt wirklich goldenes wert. Ja, dann auch immer dabei, das war ein neues Paket, was ich mitgenommen habe, nehme ich auch wieder mit nach Hause, Dr. Puff Puff für die Haare, ne, ist so Spülung, Haarkur, Leave-In, Hitzeschutz, alles miteinander, finde ich cool. Hier habe ich auch nicht wirklich viel von gebraucht, das finde ich ziemlich scharf, also da habe ich nicht viel von gebraucht, also für 5 Wochen ist das nicht viel, ne? Aber na, ich weiß nicht, dafür ist die Zahncreme fast leer hier, 5 Wochen die große Tube hier, da ist nicht mehr so fürchterlich viel drin. Und ja, meine Zahnbürste, okay, die habe ich auch hier ziemlich viel gebraucht, die brauche ich auch jeden Abend, also die roten sind fast leer, ich muss das auch vielleicht mal in die Kamera halten, ne? Die kleinen roten sind fast leer, die dickeren grünen, da sind noch genug da, da brauche ich immer nicht so viele. Und von denen, ne, die braucht man ja auch irgendwie immer. Q-Chips sind auch nicht aufgebraucht, die nehme ich natürlich auch mit. Ganz klar, oh klar, das Körbchen hat gute Dienste hier geleistet, das auf jeden Fall. Ich habe hier noch liegen, das habe ich mir hier geholt, Haarspray, weil ich, es kommt gleich noch ein kleines aufgebraucht, das habe ich mir hier gekauft. Das werde ich aber hier lassen, weil das riecht wie Fliegenspray. Das, nee. Nee, das geht gar nicht. Das wird auch hier bleiben. Genau wie der Schaumfestiger. Also dieser hier quasi. Ja, okay, macht seinen Dienst, riecht ganz fürchterlich. Ganz habe ich bei Edeka gekauft. Also bei ehemals Edeka, ne? Der heißt hier irgendwie anders, weiß ich nicht. Also die beiden bleiben auf jeden Fall hier. So, dann hatte ich ja so eingepackt hier so ein bisschen mein Schminktäschchen, ne? So ein bisschen so von Averde was, ein bisschen von Dalton was. Dalton habe ich 2, 3, 4 Mal gebraucht.
angebrochene Pulle habe ich mit. Ich habe mir tatsächlich eine neue mitgenommen. Also das ist die BB-Cream. Habe ich zweimal gebraucht. Ansonsten gar nicht. Hier ist so ein bisschen drin flüssige Blushes, ein bisschen Festes. Also das habe ich auch. Das war letztendlich nicht so meins, das von Gosch hier. Das werde ich mal aussortieren. Das habe ich gar nicht gebraucht. Ich habe eine kleine Tasche. Die Mascaren hier habe ich gar nicht gebraucht. Die wollte ich eigentlich mal ein bisschen aufbrauchen. Aber ihr wisst selber, habt es mitgekriegt, auch bei Instagram oder auch im letzten Vlog. Ich habe mich nicht oft hier geschminkt. Also die habe ich zum Beispiel gar nicht genutzt. Also das hätte ich um die Hälfte hier reduzieren können. Das hätte ich überhaupt nicht nehmen brauchen. Also da hätte ich lieber andere Waschutensilien noch reinpacken können. Hier habe ich meine Waschis drin, die habe ich jeden Tag, ist ein ganzer Sack voll, brauche ich ja jeden Tag. Auch wenn ich nicht geschminkt bin, mache ich trotzdem immer eine schöne Morgen- und Abendroutine. Hier habe ich einmal so zwei Handtücher, also so Turbane, ne? Die habe ich ja natürlich auch gebraucht. Und die beiden hier, also das habe ich einmal wirklich so getragen als Haarband, wie meine Haare noch so lang waren und ich noch nicht beim Friseur war. Da habe ich das dann gemacht, das fand ich ganz cool. Und das immer abends zum Abschminken, also das braucht man auf jeden Fall. Und einen Sack habe ich hier von Action mit meiner dreckigen Wäsche da drin. Ne? Einmal werde ich noch waschen morgen und dann kann ich alle saubere Sachen mitnehmen, bis auf das, was ich auf dem Leib habe. Hier hätte ich noch was vergessen, liegt noch ein Stück Seife. Das ist die wunderbare Himbeerseife. Ach, die riecht immer noch so wunderschön. Ist gut was weggegangen, ne? Habe ich viel gebraucht. Hier Hände wäscht man ja oft hier. Duftet immer noch wundervoll. Man erinnere sich an das Abonnentenpaket, was ich bekommen habe mit der ganzen Seife drin. Und das habe ich sehr gefeiert hier. Das habe ich wirklich sehr gefeiert, weil ich liebe einfach diesen Geruch. Ich habe jetzt hier nochmal einmal hingelegt, eine Tasche hatte ich mit eingepackt, also so eine mit Mascaren, auch mit Blush hier drin. Und das war jetzt aus der Goodie Box, das der Bronzer. Da hatte ich hier noch meine beiden fast Lieblingsbronzer mit eingepackt, ein paar Lippenstifte, Pinsel, alles Mögliche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis auf den hier, den habe ich heute auf den Augen, den hier. Und ein bisschen Blush habe ich heute drauf von Make-up Coach. Und ein ganz bisschen von diesem hier, dieses dunklere Braun unter den Augen. Habe ich eigentlich nichts an Make-up, Schminke, sonstiges Zeugs überhaupt nicht gebraucht. Weil ich wurde ein paar Mal gefragt bei Instagram und hier auch bei YouTube. Sag mal, schminkt ihr euch gar nicht da oder hast du dich gar nicht geschminkt? Nee, ich habe nicht mal Mascara genutzt so im Alltag, weil ich hatte von morgens bis nachmittags immer einen vollen Terminplan. Du hattest mal 10 Minuten, mal 15 Minuten irgendwie dazwischen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch gar nicht so das Bedürfnis hatte. Und ich muss sagen, dass ich diese schwüle Wärme, ich sag mal so, ich bin ja ein Küstenkind. Ich komme von der Ostsee, da ist immer eine frische Brise. Hier waren 26 bis 28 und sogar schon mal 30 Grad. Und mir ist die Suppe wirklich nur so runtergelaufen, weil ich hier so null Erfrischung bekommen habe. Und da hätte ich gar nicht das Bedürfnis gehabt, mich da großartig morgens zu schminken oder zu machen oder zu tun. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt heute so das erste Mal zum Abschiedsessen. Da habe ich ein bisschen was aufgelegt, weil ich da einfach Lust zu hatte, was man jetzt fast gar nicht mehr sieht. Und man, doch, sieht man doch noch, ne? Aber so, also ich habe mich, das Schminkzeug hätte ich mir bis auf einen Blush, doch ein Bronzer hätte ich vielleicht irgendwie eingepackt. Es wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn anderes Wetter hier gewesen wäre, wenn das nicht ganz so warm gewesen wäre. Dann hätte ich mich vielleicht schon mal geschminkt. Oder ich hätte mich dann öfters geschminkt. Da hängt übrigens mein Badeanzug. Der kam ja ganz kurz vor knapp von Timo. Ne? Dieser hier. Und da bin ich bei der Wassergymnastik und so weiter, bin ich immer gefragt worden, die hatte ich euch auch gezeigt, boah, was ist das denn für ein toller Badeanzug? Der ist von Timo. Der ist von Timo. Der ist echt gut. Ich glaube, der hat 8 Euro gekostet oder so. Der ist super. Der gefällt mir richtig gut. Den mag ich. Den will ich nämlich morgen früh nutzen, weil morgen früh geht es um 17:45 Uhr. Um 17:45 Uhr in die Schwimmhalle, so zwei Dörfer weiter. Und da ist ein Außenschwimmbad. Und da gehen wir morgen früh das letzte Mal gemeinsam schwimmen. Mit der halben Gruppe nur noch, weil die andere Hälfte ja schon weg ist. Und dann muss ich morgen früh mal ein bisschen früher aufstehen. Aber so mit dem Schminkzeug und so, so wie das. Ich habe viel zu viel Mascara, Lippenstift. Ich habe nicht einmal einen Lippenstift benutzt. Ich habe Wenden von Make-up Coach. Den habe ich jetzt hier drin. Ne?
Da habe ich jetzt den hell und den dunklen von. Und die habe ich dann immer so im Rucksack einen drin und einen hier in der Tasche drin. Das sind diese Pflegestifte. Die habe ich vielleicht mal genutzt. Oder hatte mir mal so ein Lippenzeugs mal geholt, um die feucht zu halten. Aber so richtig mit, wie ich es zu Hause mache, hatte ich überhaupt nicht das Bedürfnis. Und ich fand das jetzt auch überhaupt nicht schlimm, sondern eigentlich so ein bisschen so... Manchmal dachte ich schon, wenn ich am Spiegel vorbeigelaufen bin, Mensch, Mutti, ne? Also so richtig erotisch siehst du jetzt hier irgendwie nicht aus. Denn noch mit Klapperlatschen und Schlabberbüchsen, ne? Aber es hat mich nicht gestört. Es war mir wurscht und ich hatte da einfach Lust, so ungeschminkt hier rumzulaufen. So, fertig. So, mit Badeanzug im Hintergrund gibt es jetzt mal schnell ein Aufgebraucht. Und zwar habe ich natürlich ein paar Produkte komplett leer gemacht. Unter anderem habe ich hier aufbewahrt Dermasense. Da habe ich die Tube habe ich schon weggefeuert und hatte Gott sei Dank das noch hier. Und zwar ist das so eine Barriere für sehr, sehr trockene Haut. Das habe ich im Moment immer für meine Füße genutzt, weil meine Füße so trocken waren. Ne? Und gerade jetzt hier, wenn du auch viel Wassergymnastik hast und viel im Wasser warst und so, habe ich dann abends meine Füße immer so richtig fett eingecremt. Und das ist leer hier. Die fand ich ganz gut von Dermasense, diese Creme hier. Preis steht da auch noch drauf. Das ist eine sehr, sehr reichhaltige Creme. Kannst die auch so ab und zu mal ins Gesicht machen. Oder wenn du so trockene Stellen irgendwo am Körper hast, finde ich die richtig nice. Stellvertretend, ich glaube, das habe ich 6-mal in der Zeit hier genutzt. Die tollen Augenpads von Dalton, ne? Für unter den Augen, die ich dann immer so eine gewisse Zeit hier unten drunter lasse und dann drehe ich sie um und packe sie hier oben hin. Die lieb ich einfach. Bitte habt wieder etwas Geduld. Es gibt sicherlich wieder einen Rabattcode, wenn ich wieder anfange mit YouTube regelmäßig und auch Dalton wieder dabei ist, wird es sicherlich einen Rabattcode geben. Und ansonsten bei meinen Kolleginnen gibt es ja auch immer jeden Monat einen Rabattcode. Also die würde ich mir auf jeden Fall mal mitbestellen. Die finde ich nämlich richtig mega. Die heißen Hydrogel Lifting Augenpads, Vegan Lifting Hydrating Calming. Sehr, sehr cool. Haben wir über die dicken Maulwurfsaugen manchmal am Tag gut oder am Morgen gut hinweggeholfen. Dann habe ich aufgebraucht Haarspray von eCooking. Dieses hier, das war das kleine, das haben wir zusammen ausprobiert, war in einer Goodie-Box drin. Mega Haarspray, sehr, sehr haltbar. Sehr, sehr haltbar. Fand ich richtig cool, richtig mega, hat mir richtig gut gefallen. Finde ich 1000-mal besser als das, was wir gerade im Badezimmer hatten. Also das ist schon Knaller hier. Ne? War eine schöne kleine Pulle, deshalb habe ich es mitgenommen. Wenn ich es mal wieder irgendwo sehe, würde ich mir das auf jeden Fall wieder kaufen, weil das war Bombe. Aber ich nehme ja eigentlich immer mein L'Oreal. Was noch leer ist, einmal dieses kleine von Isana hier. Das hatte ich auch so ein bisschen mit im Rucksack immer unterwegs oder auch für die Zugreise oder wenn wir so Ausflüge gemacht haben. Von Isana Soft Blossom 0% Aluminium. Zuverlässiger Schutz zum Auffrischen finde ich völlig okay, wenn man das Gefühl hat, so, das ist schon eine schwitzige Angelegenheit und das war das hier, ne? Das war hier eine schwitzige Angelegenheit. Also Deo habe ich ziemlich viel gebraucht, unter anderem auch dieses ist alle geworden, Rasiergel. Da hatte ich allerdings nur einen Rest noch mitgenommen. Das ist von Balea, das Rasiergel mit Aloe Vera und Avocadoöl für empfindliche Haut, für Intimzone, für Beine, für Arme, für alles. Mag ich, weil das wirklich sehr, sehr pflegend ist und die Haut ist überhaupt nicht gereizt danach. Sehr, sehr gut, ein wunderbares Rasiergel. Also solche Sachen. Das habe ich immer gebraucht. Rasiergel, Augenpads und so seht ihr auch. Also die normalen Muntermacher, die üblichen Verdächtigen, die ich auch zu Hause sehr, sehr viel brauche, die habe ich hier auch richtig viel gebraucht. Auch aufgebraucht, da hatte ich einmal eine Maske von Dalton. Und das hier ist die Deep Hydration Hydro Alga The Moisture. Also eine Creme ist das. Alle fand ich richtig, richtig gut. Das ist ja so ein bisschen so neu von Dalton. Und es gibt ja, wie gesagt, einmal die Maske davon, einmal, glaube ich, eine Retinolcreme, die ich aber noch nicht probiert habe, und einmal diesen Algen Moisturizer. Mega, mega feuchtigkeitsspendend, hat meine Gesichtshaut und Dekolleté, Hals und so weiter weggeschlürft. Fand ich richtig cool, werde ich mir auf jeden Fall nachordern. Und was ich auch richtig viel gebraucht habe, sind diese Trinkflaschen. Ich habe eine kleine für unterwegs
Und das gleiche noch mal ein bisschen größer. Die hatte ich mir ja an der Rezeption gekauft. Alter, eine Trinkflasche. Ohne Trinkflasche bin ich nirgendwo hingegangen. Nirgendwo. Thermobecher sowieso sollte man auch immer mitnehmen. Kaffeebecher auch immer dabei. Finde ich wichtig. So, aufgebraucht. Dann habe ich hier nochmal vom Pino. Das ist ja dieser wunderbare Duschschaum. Den habe ich mir bei Make-up Coach bestellt. Und zwar ist das Aqua Minerals Duschschaum mit Pflegeöl. Und das hat so gut gerochen. Also das andere, was ich hatte mit Granatapfel, das fand ich besser. Das hat auch sehr, sehr gut gerochen, aber das war jetzt nicht unbedingt meins, das mit Granatapfel, das Rote mit dem Roten drauf, das habe ich auch schon eingepackt am anderen Koffer. Ich weiß nicht, was hier los, ey. Das finde ich richtig cool. Pino Duschschaum, top. Dann aufgebraucht Mixer Hyaluron Fresh. Die hatte ich mal in einem Abonnentenpaket drin, ich glaube von Angie. Und das habe ich auch so für den ganzen Körper ganz gerne genommen. Also das fand ich richtig gut. Erstmal hat das die Tube riecht, glaube ich, immer noch. Einen richtig tollen Geruch und Hyaluron Fresh. 7% Glycerin oder pflanzliches Glycerin ist hier drin. Das kannte ich noch gar nicht. Für den Body wunderbar, zieht gut ein, schnuffelt gut, alles gut. Also wie gesagt, meine Haut hat hier sehr, sehr, sehr viel Feuchtigkeit gebraucht, weil das hier auch echt so extrem warm war. Da musste ich schon zusehen, dass ich mich im Gesicht und so weiter und Körper immer gut eincreme. Auch leer von Mood Maski, diese Haarmaske hier. Diese hier. Die habe ich mal ein bisschen ausprobiert. Und zwar Sculpt Treatment and Miracle Shampoo. Also du kannst es als Shampoo. Ich habe es aber als Haarpackung genommen. Hat mir sehr gut getan, weil ich doch ein bisschen mehr draußen war im Tageslicht als sonst. Und Sonne bekanntlich trocknet die Haare ja schon ein bisschen aus. Und das fand ich ganz cool. Das hat mir gut gefallen. Ich weiß es nicht, ob ich Mood Maski jetzt, ob ich mir das jetzt nachkaufen würde, weiß ich nicht. Weil ich denke mal schon, dass das recht teuer hier ist. Das war auch in der Goodiebox drin. Ne? Aber vom Produkt her war das richtig gut. Kannst nicht meckern, ne? Dann habe ich hier noch einen einzigen kleinen Stift und zwar von Riva Lost Me, der Super Slim Eyebrow Pen. Der ist alle. Ne? Mehr abgebrochen, als was er gemalt hat, ne? Aber die sind nach wie vor immer noch meine Favoriten. Ich habe ja von NYX hier eingekauft. Nee, das ist nichts. Das war dann aufgebraucht aus Dresden. Was ich auf jeden Fall an, sag ich mal, Kosmetik gebraucht habe, habe ich in dieser Tasche hier drin. Das hatte ich jetzt zum Beispiel auch heute Abend mit, wie wir essen gegangen sind. Und zwar sind da so ein paar verschiedene Sachen drin, wo ich sagen würde, im Grunde genommen würde das oder hätte das gelangt, wenn ich das mitnehme. Und zwar einmal habe ich den so ein bisschen für mich hier wiederentdeckt. Und zwar ist das der Trended Up Heroes Day, ein Liner Stick. Dieser hier, der ist ja eigentlich so ein bisschen für die Augen gedacht. Wisst ihr, wofür ich den hier genutzt habe? Den fand ich richtig cool, weil ich ja immer relativ viel ungeschminkt hier war. Habe ich den einfach genommen als wundervollen Highlighter-Stift. Ich glaube, ihr könnt das sehen. Ich schwitze eh schon genug. Ich schwitze wie so eine Speckschwade hier, ne? Aber den habe ich als Highlighter-Stift genommen. Oder wenn du sagst, hier so fürs Innere, ne? Oder Sandmann setzt, ne? Aber den habe ich fast hier nur als Highlighter genutzt. Ne, bei ungeschminkt ein bisschen Blush drauf und dann einfach den, als hätte sie so ein Glow schlechthin, ne? Fand ich richtig cool, das Ding. Die hatte ich euch schon gezeigt, dass sie hier vom Make-up Coach stehen, hatte ich ja hier in meiner Tasche drin. Die finde ich auch richtig cool. Das sind Pflegestifte, mag ich sehr, sehr gerne. Auch hier Make-up Coach, der graue. Der graue, immer so ein bisschen so unter für die Augen oder für die Augenbrauen mit oder so. Oder vielleicht mal Wimpernkranz verdichten oder so. Also den hatte ich auf jeden Fall dabei. Dann habe ich den hier, da habe ich gerade aufgebraucht, ne, und da ist schon ein neuer mit dabei. Und den habe ich mir neu gekauft von NYX. War richtig teuer, aber der ist NYX. Der ist nicht gut, finde ich. Dann so ein kleiner Pinsel, ne, unten zum Verwuscheln. Meine Lieblingsmascara, die einfach auch selbst bei 26 Grad hoher Luftfeuchtigkeit wunderbar hält. Ne, die Pandora, sage ich ja immer, ne, die Panorama. Absolut wasserfest, passiert gar nichts. Ne, auch heute Abend, ich habe geschwitzt wie so ein Walross. Ne, da ist nichts verlaufen. Richtig gut. Das Ding hier finde ich auch richtig cool. Das ist für die Augenbrauen eine Mascara von Catrice Super Glue.
diese hier, um das nochmal so ein bisschen so nach oben zu ragen und so, finde ich auch richtig cool. Und das ist nochmal der gleiche Augenbrauenstift, ein bisschen in Grau, also ein bisschen dunkler. Und hier nochmal so ein ganz kleiner Katzenzungenpinsel. Damit habe ich einfach den Lidschatten hier einfach so ein bisschen so aufgetragen und einfach oben ein bisschen verwuschelt. Das ist eigentlich alles, was ich hier so weit gebraucht habe. Also die ganzen Lippenstifte und Lip Liner und was ich alles mit hatte. Langt. Wenn ich im Herbst gefahren wäre, wäre das was anderes gewesen. Dann wird man sich, glaube ich, öfter schminken. Aber so im Hochsommer. Langt. So, was ich jetzt sowieso, ich will mich eh gleich abschminken, was ich hier immer gebraucht habe an Schmuck. Ich habe hier ein Täschchen mitgenommen. Dieses hier. Ich glaube, das ist von meiner Avon-Beraterin, von Heidi. Da habe ich hier diese Bänder drin, weil die ziehe ich ja immer gerne an. Ein paar Ringe, ein paar Kreolen und was weiß ich. Ne? Also das habe ich immer gebraucht, egal ob ich geschminkt war oder nicht oder sogar Schmuck trage ich ja eigentlich immer ganz gerne, ein paar Ohrringe, solche Sachen. Da hatte ich hier meine Pillendosen mit, ne? Die sind von Action, das sind Pillendosen zum Pillen vorsortieren für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Die Mutti hat da ihren Schmuck drin, ne? Und gerade auch so kleine Sachen hier, solche kleinen oder so kleine Stecker oder sowas hier, das kann man hier, ouch, wunderbar einfach da reintun. Das ist gut verpackt, das liegt nicht im Weg rum, das kann auch mal runterfallen. Dann hast du hier immer jeweils so kleine Boxen, was ich jetzt ohne Brille hier fast gar nicht sehen kann. Hier schwupps rein, Klappe zu, Affe tot und dann hier wieder rein und dann ist fertig, ne? Also das habe ich sehr, sehr viel gebraucht. Sehr, sehr viel gebraucht, Schmuck ist für mich immer dabei. Also da habe ich nicht zu viel mitgenommen. Ja gut, vielleicht ein bisschen. Ne? Ich habe jetzt nicht alles gebraucht, aber Armbänder, immer irgendwie ein bisschen Ohrringe, Ohrstecker, habt ihr auch gesehen bei Instagram, YouTube. Die hatte ich irgendwie immer mal so da drin. Also das war von der Menge her völlig okay. Da sind auch Ketten und so weiter drin. Die kann man da auch wunderbar einsortieren. Also da bin ich nicht unglücklich. Da habe ich nicht zu viel mitgenommen. Weil das frisst ja auch kein Brot. Die kriegst du so eine Handtasche mit rein, ne? Finde ich richtig coole Idee, mag ich gerne und da habe ich, das war völlig ausreichend, was ich damit hatte. Das war in Ordnung. Ja, aber meistens stellt sich dann während der Kur, hinterher oder wie auch immer dann irgendwie so, finde ich auch immer sehr interessant bei anderen so die Dinge ein, wo man sagt, hättest du gar nicht gebraucht oder seh zu, dass du das mitkriegst, wie zum Beispiel Getränkeflasche, Becher, ein Rucksack, so Klamotten, da reden wir im nächsten Teil drüber, weil da sind auch einige Sachen, das packe ich mit euch dann zusammen aus, wo ich sage, das hätte ich überhaupt gar nicht gebraucht. Und da waren auch einige Sachen, die mein Mann schon mitgenommen hat, wie er mich hier zur Hälfte der Reha-Zeit besucht hat, wo ich gesagt habe, da kannst du gleich wieder mitnehmen. Da brauche ich den Platz im Koffer gar nicht mit verschwenden, weil das werde ich hier voraussichtlich überhaupt gar nicht anziehen. Und ich hatte eigentlich viel zu viel mit. Und es hätte viel, viel weniger getan. Viel, viel weniger. Aber hinterher ist man ja immer schlauer, ne? Und hier hat man sich auch ein paar Sachen gekauft. Und ich habe schon ein bisschen Schwierigkeiten gehabt. Also zwei Koffer. Hier stehen schon zwei. Ne? Wo sind sie? Da sind sie. Die sind schon fertig gepackt. Und der dritte Koffer, der kleine Koffer hier, also dieser hier, wo ist er denn da? Der kleine da, den nehme ich ja mit im Zug und da sind wirklich nur die Sachen noch drin, die jetzt noch im Schrank drin sind. Das sind zwei Schlüppis und ein T-Shirt und eine Hose und ein BH, mehr ist da gar nicht mehr drin. Und das, was im Badezimmer steht und mehr muss er ja gar nicht mit und das war's. Ne? Aber viele Sachen hätte ich nicht gebraucht. Sag ich ganz ehrlich, habe ich zu viel mitgenommen, wie immer. Ne? Aber ich sag mir manchmal lieber, wenn das passt im Koffer und du hast den Platz, lieber haben als brauchen. Du musst das ja nicht anziehen. Ne? Ich habe auch zwei T-Shirts hier zum Beispiel entsorgt, die habe ich gar nicht mehr gewaschen. Ne? Aber wie zum Beispiel, hier konntest du ja auch waschen zwischendurch. Ne? Aber lieber haben als brauchen. Ist meine Devise, als wenn du zu wenig mit hast. Das geht gar nicht. Ne? Das war jetzt der dritte Teil. Der dritte Teil von der Reha. Wenn du magst, ist in der Playlist noch der vierte und letzte Teil drin. Ich habe das so ein bisschen unterteilt, dass ihr euch das so peu à peu oder auch in einem Stück alles angucken könnt, wenn ihr mögt.
Der vierte Teil ist da auch drin. Wenn du magst, abonniere doch ganz einfach diesen Kanal. So kann ich ganz einfach sehen, dass der Content, den ich hier mache, dass dir das ganz einfach gefällt. Und ich werde nach wie vor noch hier ein bisschen eine YouTube-Pause machen. Aber wenn du magst, kannst du dir gerne noch den vierten und letzten Teil angucken mit der Abreise. Der allerletzte Tag hier in der Reha. Und ja, meine Ankunft zu Hause und dann nochmal die Klamottenfrage. Dann packen wir nochmal zusammen die Koffer auch wieder aus, die wir auch zusammen eingepackt haben. Und ja, wenn du magst, switch rüber in den vierten Teil und dann sehen wir uns da gerne nochmal wieder. Ansonsten fand ich das richtig klasse, dass du bis jetzt hier mit dabei warst. Fand ich richtig cool. Und ich hoffe, dass dir das gefallen hat bisher. Wenn ja, dann Daumen nach oben, kostenloses Abo, kein Thema. Und hau irgendwas rein in die Kommentare. Wenn dich irgendwas interessiert, du irgendwas wissen möchtest zu mir, zu der Reha oder wie auch immer. Also wir sehen und hören uns. Und wenn du magst, sehen wir uns jetzt gleich wieder zum vierten Teil. Müsstest du einmal in die Playlist gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich gehe jetzt mich tatsächlich abschminken und dann gehe ich zu Bett. Und das ist jetzt irgendwie 22 Uhr oder so und ich bin fix und foxy. Und heute war ein aufregender Tag und morgen wird er, glaube ich, noch ein bisschen aufregender, weil halt der allerletzte Tag hier ist. 5 Wochen, du. So ist das. Aber war schön. Bis gleich zum nächsten Teil, wenn du magst.